Hey Leute, willkommen zurück zu Codename Veronica X. Oder Code Veronica, warum sage ich Codename? Habe ich letztes Mal auch gesagt zur Verabschiedung. Naja, ist ja egal. Codename Veronica, passt ja eigentlich auch besser. Gut, jetzt haben wir nämlich die Indigo-Karte und können hier endlich den Reader damit öffnen. Und, was erwartet uns? Angekauter Zombie, lecker, lecker, lecker. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier an den Apparillo, da liegt nämlich noch was. Eine Army Proof. Damit hätten wir schon mal zwei von dreien. Biohazard Breakout in the Bio-Experiment Room. Switch the Security Monitor. Jetzt können wir uns nämlich hier einen schönen Code besorgen, wie schon mal erwähnt. Ich fahre mal rüber. Und einmal ranzoomen. Da sehen wir es. 1126 ist written in here. Sehr gut, damit haben wir den Code und jetzt ist außerdem noch die Lüftung beendet. Toll, ne? Was ein Zufall, gerade wenn wir die Kamera bewegen. The Pass Number Door Lock System has been enabled. Jetzt können wir endlich wieder durch. Oh, und jetzt wachen die Zombies natürlich auf. Was für ein Zufall hier immer passiert, ne? Immer genau in dem Moment, wenn ich da irgendwas mache, wacht alles zum Leben oder beendet sich irgendein Zyklus oder sowas. Ach, jetzt stirb doch einfach. Mach's mir doch nicht so schwer, du Arsch. Immer diese unsterblichen Zombies, die immer wieder auferstehen. So, aber ich bin noch nicht ganz fertig, denn hier liegt noch was. Da unten die Kräuter nicht zu vergessen, seht man da unten ganz versteckt am Stuhl. Nämlich Granatenmunition. Die nehme ich doch dankend an. Was haben wir hier? The Albinoid Description. A creature which is created by injecting the T-Virus into the genes of a Salamander. Characteristics. Also auf jeden Fall das Vieh, der Albinoid, ist ein mutierter Salamander. Similar to the normal amphibian, an albinoid's body will change as it grows with age. When young, an albinoid is small in size, but it can grow to over 7 feet in a very short time frame, 10 hours plus. Also in 10 Stunden kann das Vieh zu dieser Größe heranwachsen, von einem Jungtier. Naja. They possess high mobility and are able to discharge electricity. These characteristics are most notable when they are underwater in their adult form. Also, man sollte aufpassen, da die können ziemlich starke Stromstöße absondern, diese Viecher, in ihrer adulten Form, also in ihrem Erwachsenenstadium. Und es ist halt sehr unangenehm, wenn man da irgendwie von getroffen wird. Aber jetzt muss ich gerade überlegen. Ich trippel mal ein bisschen auf der Stelle, mach mal ein bisschen Riverdance. Nee, warte. Was mache ich jetzt? Ach so. Genau, ich gehe nochmal hier durch. Denn, ja, das ist jetzt halt so ein Ding. Es ist jetzt wieder viel hin und her hier. Deswegen muss ich kurz mal überlegen. Ich gehe jetzt nämlich erstmal zurück an die Kiste. Werde noch ein bisschen was abladen. Beziehungsweise werde... Eigentlich die Karte kann ich nutzen, dann ist die ja weg, oder? Ach ja, werden wir gleich sehen. So. Und jetzt geht's hier in der Anlage erstmal ein ganzes Stück weiter. Ich brauche ja die rote Ameise, wenn ihr euch erinnert, dass ich da oben an diese blöde Spielmusikbox da rankomme. So, jetzt machen wir nämlich erstmal hier das Ding da. Yes, und wir brauchen die Karte nicht mehr, hoffe ich. Bitte, ja, danke. Danke, danke, danke. Haben damit wieder einen Platz frei. Okay, und jau. Jetzt können wir nämlich endlich wieder hier oben rein. Guck mal, hier ist auch noch was. Doorknob is missing, I can't open it. Ja, der Türknauf, ne? So, aber wir haben jetzt die Nummer von dem Bild, die 1126, wenn ihr euch erinnert, und können jetzt hiermit das Schloss öffnen. Dieses. Na, geh mal ran. First Digit. 1, 1, 2 und die 6. Didit, Door Lock has been released. Gut, jetzt können wir durch, aber wir sollten trotzdem Vorsicht walten lassen, denn da drin waren ja vorhin Viecher, die haben einen Wissenschaftler getötet. Beziehungsweise vor einigen Parts habt ihr es ja mitgekriegt. Und die könnten noch immer hier sein. Da liegt er. He's already dead. Ja, das kann man sehen. Oh, guck mal, da ist eine Schublade auf. Kann ich das? There's nothing useful. Ja, wir sind jetzt eigentlich nur wegen dem Bild hier reingekommen. Das schnappe ich mir mal. Skeleton Picture. Die kleinen Albinoids. Und da haut er ab, das Dreckvieh. Zum Glück. Lieber so, als wenn er mir nachkommt. Uah, aber das war's nicht. Da sind noch mehrere von den kleinen. Oh. Und die schocken mich. Wie schockierend. Schlechter Witz ist schlecht.
So, oh, wir haben nur begrenzt Zeit, um hier abzuhauen. Und natürlich läuft es auch während den Ladesequenzen weiter, was ich ein bisschen unfair finde. Als würde sie knapp 10 Sekunden brauchen, um durch eine Tür zu gehen, oder? Mal ehrlich. Na gut, 5 Sekunden. Aber trotzdem, wer braucht schon 5 Sekunden, um durch eine Tür zu gehen? Gut, schnell, 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 schnell. Das war knapp. Und schon wieder haben wir diesen Alarm. Aber ist mir egal, ich habe das Bild. Das wollte ich nur haben. Und jetzt geht's gerade wieder zurück, dort, wo der Aufzug war. Ihr erinnert euch an den Raum, wo das Bild gefehlt hat. Da, wo ich das blaue Wappen her hatte, da brauche ich jetzt nämlich dieses Skelettbild. Klingt komisch, aber das ist wirklich so. Ich frage mich auch, warum die sowas gemacht haben. Eigentlich total unsinnig. Dass durch ein Bild dann ein Mechanismus ausgelöst wird. Aber es ist Resident Evil. Hier braucht man sich aber gar nichts wundern. So. Aufzug? Ja, daneben sind noch 2 Kräuter. Die hole ich mir ein andermal. Ich denke dran, versprochen. Ich weiß, Bruger und seine Heilung. So. Endstation, mittlerer Stock. Weiß gar nicht, was da jetzt dann kommt, wenn ich das gemacht habe. Aber ich glaube, hier kommen wieder Zombies, ne? Ja, ja. Ey, ich habe so gewusst. Ich kenne meine Pappenheimer doch schon auswendig. Na, kommt, Freunde. Freunde der Sonne. Weißt du, und die kommen halt wieder von beiden Seiten. Ich finde das so fies. Oh ja, du machst wieder das. Das war mir so klar. Komm, tritt ihm in den Schädel. Ich bin aber nicht verletzt. Hahaha. Ja, ich mache das mit Absicht, weil ich möchte gern die Armbrust leer kriegen, weil ich ja noch Platz brauche. Und Platz ist wichtig. So, jetzt kann ich endlich das Bild hier einsetzen. Dann habe ich nämlich das auch wieder komplett. So. Und, oh, wer hätte es gedacht noch? Schon wieder ein geheimer Mechanismus. Und hier finden wir wieder was Geheimes. Und zwar einen goldenen Schlüssel. Den können wir jetzt noch fürs Herrenhaus nutzen. Warte mal, da steht noch was. Lesen wir mal ganz kurz. A memorial plate. There is something written on it. Dedicated to the training facility's completion. December 8th. Alfred Ashford. Ja, gewidmet für die Komplettierung des Trainingsgeländes für Alfred Ashford. Naja, gut. Ist mir eigentlich auch egal. Modellbau ist auch nicht so meins. Aber das war halt so eine kleine Anlage, die da gebaut wurde. Ui, ist das dunkel. Warte, ich sag ja, wir sind noch nicht fertig. Soll ich zuerst die Armbrust, oder? Na komm. Machen wir es erst so. Erstmal das Ding leer ballern. Ja, es mag jetzt wieder ein bisschen knapp aussehen. Ist auch knapp, aber... ja. Nee, warte mal, das bringt hier gar nichts, wenn ich jetzt schon runtergehe, oder? Ich muss nochmal an die Kiste, es führt kein Weg dran vorbei, glaube ich, weil ich habe zu wenig Platz. Ich habe zu wenig Platz. Ich gehe erst nochmal hier rein. Dann steige ich da hinten die Leiter hoch und gehe dann an die Kiste. Ja, es war jetzt ein bisschen umständlich, ich weiß, aber... bleibt mir keine andere Wahl, weil wenn ich jetzt mit dem Platz, den ich habe, da reingehe, dann geht das gar nicht. Weil ich will da hinten nochmal rein, wisst ihr, da wo Steve herkam. Da ist nämlich noch einiges versteckt, glaube ich. Oder was heißt versteckt? Man braucht das Zeug einfach. So, dalle. Hier lang. Wo kriege ich eigentlich den Granatwerfer? Den müsste ich auch bald bekommen. Ich habe es gerade nicht mehr so genau im Kopf, aber ich denke, der ist da vorne noch. Irgendwo da vorne ist er noch versteckt. Ach so, warte mal, hier komme ich ja gar nicht an die Kiste, oder? Wie doof, ey. Ich bin so bescheuert. Bin ich wieder falsch gelaufen? Mann, ich muss durch die Tür oben mit diesem komischen Fuchs drauf. Oder Pferd, oder was auch immer. Dann kann ich ja doch wieder mit dem Aufzug da runterfahren. Mann, ach Leute, ich bin so verplant. Wenn man es einmal nicht mehr im Kopf hat... wie es denn geht. Weil früher, da war das wirklich alles automatisiert bei mir. Ich wusste, wo ich hinlaufen muss, wann da irgendwas passiert ist, wann Gegner kamen. Ich sag ja, das ist so konfus mittlerweile. Weil man es vermischt mit anderen Spielen oder beziehungsweise auch Events durcheinander bringt einfach. Furchtbar. So, jetzt aber. Hier sind wir richtig. So, tu mir erstmal die Kräuter weg, weil die sind jetzt wirklich überflüssig. Vorerst. So, das sowieso. Ich brauche hier keine Granaten. Achso, warte, eigentlich können wir auch gleich noch, oder? Komme ich da einer Kiste vorbei?
Könnte ich nämlich das hier wegtun, das Army-Proof. Ja, komm. Tue ich auch nochmal weg, das brauche ich alles nicht. Warum ich die Kräuter weglege, ja, ihr wisst ja, an dem Ding da eben waren noch zwei, die nehme ich jetzt aber mit. Und somit habe ich wieder Versorgung für die paar Meter. So, okay. Was soll das denn sein? Ist das ein Pferd? Ich kann es echt nicht identifizieren. Sieht sehr seltsam aus, dieses weiße Ding da drauf. Gut, hier wieder. Sache, wenn die ganzen Türen nicht wären, ne? Das wäre so schön, das Spiel. Einfach so eine offene Welt und überall durch. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn da überall neue Zombies rumlaufen und auch durch die ganze Welt laufen könnten. Das finde ich ja extrem geil. Gab es ja bis jetzt in keinem Teil so wirklich. Ja gut, vielleicht in... weiß nicht, ob ihr Resident Evil Outbreak kennt, aber nein, das werde ich ganz bestimmt nicht let's playen, weil das ist total doof. Habe ich hier sogar noch liegen. Resident Evil Outbreak für die PlayStation 2. Habe ich mir damals gekauft, habe es einmal angespielt und dann nie wieder, weil ich fand es total langweilig. Jetzt, genau. Jetzt fahr mal runter. Wofür brauche ich eigentlich noch die Indigo-Karte? Ich glaube, da gibt es jetzt noch eine Tür und dann warst du es auch schon wieder. Dann schmeißt du die weg, ne? Das ist top. Das ist top. Ich mag das ja, wenn ich Schlüssel wegwerfe. Dann weiß ich genau, ich brauche sie nie wieder in dem ganzen Spiel. Und das ist immer so eine gewisse Genugtuung. So. Okay. Klack, klack, klack. Aber eigentlich ist es schon recht lang, wenn ich so überlege. Ich bin jetzt noch hier. Danach kommen noch ein paar Gebiete, beziehungsweise wird sich da noch einiges tun. Ich weiß nur noch, zum Schluss hin geht es dann sehr rapide zu Ende, das Spiel. Also da rechnet man gar nicht mit und auf einmal ist es vorbei. Oh, oh, hier war da noch irgendwas. Ich weiß es noch. Ja, ich gehe erstmal hier rein. Denn hier kann ich ja was mit dem Dietrich knacken, glaube ich. Hier habe ich ja mit Steve alles erledigt. So, hier ist eine Chemikalie. Hallo? Kann ich die nicht mitnehmen? Ist die nicht für mich? Nee, scheinbar nicht. Dafür kann ich die Muni einsacken. Ah, immerhin ein Magazin. Das habe ich zwar weggeschossen, wie nix. There is a handgun part placed on the work desk. It cannot be used with the M93R. Gut, ich kann die also nicht miteinander verwenden. Schade, schade. Wofür sind die denn dann? Fragen wir uns jetzt. Ja, wofür kann ich die noch gebrauchen? Aber das sehen wir dann. Gut, erstmal nehmen wir uns die Granaten. Asset Round. Round 1, fight. So. Und wir haben noch was vergessen. Im Regal hier neben lag noch was. Ihr habt es bestimmt gesehen. Als kundiger Resident Evil Kenner. So, hier nochmal ein bisschen normale Granaten. So, dalle. Warte, ich glaube hier komme ich jetzt nicht mehr. Oh doch, ich komme zurück. Aber ich will gar nicht zurück. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, oder? Gibt's hier noch was? Hä? Oh oh. Da oben latscht das rum, aber ich glaube, das kommt gar nicht hier runter, ne? Nö, das ist nur mal so ein gelber Bastard. Ja, das ist ein hartes Wort. Aber die heißen ja so. Also ich nenne sie so. Ich sag auch nicht so gerne Bastard. Sagt man nicht. Oh, guck mal, was da liegt. Granatwerfer. Emblem. Yes! Emblem Card. Und ich brauch sie nicht mehr. Yes! Hoffentlich sind da schon Granaten drin. Ja, dann kann ich nämlich gleich wieder... Das ist immer schön hier bei den Granatwerfern. Man kann sie immer so kombinieren, dass sie genau dann 1 ergeben mit der Munition. Also man kann da, was weiß ich, 100.000 Granaten reinpacken, so ungefähr, und sie werden trotzdem nur einen Slot verbrauchen. Das finde ich doch super. Ja! Na, ah, Kumpel. Au. Ihr seid mir ein paar Freunde. Ihr seid die Besten. Au! Au! Ey, wenn ich jetzt sterbe... Uah. Ja, ich bin nämlich schon caution, ich hab's gewusst. Du Penner. Au! So, Mistvieh. Komm, die verballere ich auch noch. Oh, es ist leer! Ne, es ist gut so. Boah, Mann, jetzt habe ich nämlich genauso wie ich wollte, habe ich alle da drin. Ich finde zwar noch mehr von diesen Explosivteilen, aber ist jetzt erstmal nicht so wild. Weil ich finde ja später auch noch normale Pfeile. So, warte mal, jetzt wollte ich eigentlich nur noch hier rein. Oder ist hier noch was? Ah, seht ihr? Ja! Direkt. Coole Sache. Nö, dann fülle ich die doch mal... Oder? Soll ich die schon rein? Ja, komm, mach mal rein. Mach mal rein, doch. Kann ich nämlich noch hier rein. Und da finde ich auch noch was, aber ich glaube, da kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, weil ich habe noch nicht... Da müsste ich dann zu viel rumprobieren wahrscheinlich.
Yes, I can't enter. Ach so, hier kann ich gar nicht rein. Also war ich jetzt ganz umsonst hier, oder was? Für ein paar Pfeile, oder was? Dieser Aufzug, der ist ja kaputt. Switch is broken. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht hin, weil das Control Panel kann ich nicht nutzen. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Ist ja gemein. Aber ihr seht, von der Munition her geht es mir schon mal ziemlich gut. Vor allem, da ich jetzt den Granatwerfer habe, ist es eigentlich optimalst. So, und jetzt kann ich auch... wo kann ich jetzt hin? Ist halt die Frage, ne? Wo kann ich jetzt hin? Ach so, ja, 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 ist klar, ist klar. Ich weiß jetzt nämlich, wie ich an die goldene Ameise rankomme. So, einmal hier rauf. Jetzt muss ich mich wieder ins Herrenhaus zurück. Ja, ich sag ja, hin und her, hin und her, hin und her, die ganze Zeit. Das ist halt das Los von Resident Evil, kann man nichts machen. Aber ich find's gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist eigentlich im vertretbaren Rahmen. Es gibt schlimmere Spiele in der Richtung. Dragon's Dogma zum Beispiel. Da läuft man ja nur hin und her. Aber auch das finde ich nicht schlimm. Ist erträglich. Ich meine, ist halt ein bisschen... soll ich sagen, man ist eh viel zu sehr an Komfort gewöhnt. Wenn ich mal so überlege. Früher, da gab's sowas nicht. Da musste man wirklich die ganzen Umwege, die ganzen Schwierigkeiten, alles in Kauf nehmen. Heute hat's überall Schnellreisesystem, Quicksave und den ganzen Runs, den man eigentlich gar nicht braucht, finde ich. Das ist alles so den Arsch nachgetragen bekommen in meinen Augen. Ich weiß nicht, das ist so, bäh, ich bin zu faul, um zu spielen. Spiel du für mich. Ich drück nur ein paar Knöpfchen. Und das Spiel erzählt sich von selbst. Nee, das, sowas, na, hat sich zu sehr dran gewöhnt, finde ich. Oder Selbstheilung, wo gibt's denn sowas? Das ist, finde ich, ja eh so, das ist so Call of Duty dran schuld. Dass man sich nach einer Zeit wieder selbst heilt. Ich meine, in Multiplayer-Shootern ist das ja vielleicht ganz vertretbar, aber wenn ich Singleplayer spiele, wo gibt's dann sowas? Ich krieg einen Schuss ab und nach ein paar Sekunden bin ich da wieder fit, oder was? Nee, nee, nee. Dann lieber Health Packs oder so, auch wenn es auch ein bisschen unlogisch ist alles. Aber dann lieber sowas. Ich meine, das ist plausibel, dass man sich heilen muss und nicht irgendwie nach ein paar Sekunden die Kugeln fallen raus und meine Wunden verschließen sich wieder von selbst. Nö. Kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Naja, jetzt aber genug gemeckert über die modernen Spiele, weil es ist halt wirklich so. Müsst ihr bestätigen. Ihr kennt es vielleicht nicht, die jüngere Zockergeneration, aber damals gab es das wirklich alles nicht. Da hatte man Friss oder Stirb und ja, das war das Ding, ne? So, ich weiß noch, jetzt kommt ein ziemlich blödes Rätsel. Ich mal gucken, ob ich das direkt schnalle. Da hatte ich damals so ein bisschen Problems mit. Ja, komm, du bist mein Freund, dich lasse ich leben. Dich töte ich wahrscheinlich gar das ganze Spiel gar nicht mehr. Ich stelle mir gerade vor, wie das hier wäre, wer der Nemesis noch kommen wird. Das wäre extrem ätzend, glaube ich. Dann wäre es ein richtig hammerhartes Spiel. So, goldener Schlüssel und wir können endlich durch. Und dann können wir hoch ins Herrenhaus, Leute. Freut euch schon mal drauf. Es wird richtig Psycho da oben. Es ist ja eigentlich auch so schon mit Alexia. Seht mal, denn hier gibt's ein kleines Rätsel. Ich habe es ja schon erwähnt, aber ich finde das irgendwie doof. Message to the new family master. Nachricht an den neuen Familienober... an das neue Familienoberhaupt. Sir Alfred, congratulations on your succession as master of the Ashford family. I hereby present you with an earthenware vase according to the Ashford family tradition. As you may know, this tradition first began when a butler presented a golden teacup as a commemorative to Veronica. Commemorative ist das so eine Art Begrüßungsgeschenk. As founder of the Ashford family, her intelligence and beauty are legendary. The second and third masters, Stanley and his son Thomas, were also presented with similar teacups. It was their hope to achieve glory as Veronica did before them. The position of family master then shifted from Sir Thomas to his twin brother Sir Arthur. It then went to Sir Edward, your grandfather. That was when the Ashford family enjoyed its golden age. It was also Sir Edward's achievement that established the large chemical enterprise Umbrella Incorporated. However, when Sir Edward passed away and your father, Sir Alexander, succeeded the position, the glorious Ashford family gradually began to sink. I sincerely hope that the Ashford family regains its glory with your guidance, just as this vase continues to shine eternally. Scott Harmon, Butler oder Butler, Ashford Family. Gut, ganz kurz. Es ging nur darum, der Butler begrüßt ihn eben zu seinem Posten als Familienoberhaupt und sagte, ja, die Tradition begann damit, dass Veronica eine
Teetasse geschenkt bekam, eine goldene Teetasse. Und ihre Intelligenz und Schönheit waren legendär. Legendary. The Second and Third Master, also Stanley und sein Sohn Thomas waren die nächsten Oberhäupter. Sie wurden mit gleichen Teetassen beschenkt. Naja. Und es war ihre Hoffnung, dieselbe, denselben Ruf zu erlangen, wie Veronica vor ihnen erreicht hatte. Dann wurde sie weitergegeben zu Sir Thomas und seinem Zwillingsbruder Sir Arthur. Zu Sir Edward, dem Großvater von Alfred. Und dann, auf jeden Fall hat Sir Edward wohl das Umbrella gegründet. Also die sind dafür verantwortlich, die Schweine. Naja, als Sir Edward starb, hat ihr Vater, Sir Alexander, die Position übernommen. Und die goldene Ära der Familie begann zu sinken. Also der hat es wohl in den Ruin getrieben, so ein bisschen. Wahrscheinlich alles verfeiert und verhurt. Auf jeden Fall hofft er, dass durch die Führung von Sir Alexander die Ashfords wieder ihren Ruhm erlangen werden, bla bla bla. Gut, das ist jetzt nämlich ein kleines Rätsel. Also ich mag das nicht so, muss ich sagen, weil ich verwechsel das gerne mal. Gut, es ist nämlich so, wir sehen hier, eine wunderschöne Frau hält ein T-Set. Da ist ein Knopf drunter, den drücken wir, das ist nämlich Victoria. Dann ging es ja weiter an den Zwillingsbruder, die hatten auch dann Teetassen. Warte. Candlestick? Nein, wir suchen die mit den Teetassen. Ich sag ja, ob ich das jetzt direkt hinkriege auf die Reihe. Earthware Plate? Nein, auch nicht. Ich glaube, Earthware heißt einfach nur Ton oder sowas. Was ist das? Porträt eines Mannes? Nein. Red-haired man holding a tea set. Ich glaube, das war der zweite. Warte mal, jetzt brauchen wir den dritten. Man with a candlestick. Nein. Warte mal, zuerst was an die Brüder? Mit den Teetassen? Aber hier gibt's nur den einen, ne? Dann, middle-aged man with a red-haired twins. This tea set is placed on the table. Ich glaube, dann die beiden. Und dann müssen wir die anderen Zwillinge finden. Ich glaube, dann der hier. Ja. Und dann er hier. Und dann der alte Mann, weil es der Großvater war. Ach nee, ich habe den Vater vergessen. Ach Mann. Lass mich raten, das ist falsch. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn nicht, mache ich hier mal einen kleinen Schnitt. Und wir drücken den Knopf. Ja, war falsch, ist klar. Oh. Habe ich schon gesagt, dass ich das Rätsel hasse? Okay, nochmal kurz überschlagen. Also zuerst Victoria, das ist klar. Danach dann der Bruder mit den Teetassen. Oder beide Brüder mit den Teetassen. Der Großvater, dann der Vater. Warte mal, nochmal. Ich mache das jetzt eben nochmal ganz schnell. Wenn ich es nicht hinkriege, habe ich spätestens in der nächsten Folge alles. So, also erst sie. Dann hatten wir den mit den Teetassen. Und zwar ihn hier. Ein T-Set. So, dann ihn. Mit den Zwillingen. Dann ihn hier mit dem Teller, oder? Ich weiß nicht. War dann erst der Großvater, oder? Warte mal, dann der mit dem Großvater. Und dann der Father. Der hat's in den Ruin getrieben. Der sieht schon so aus, ne? Was will das nicht auf die Reihe kriegen? Okay, und dann jetzt das hier. Falsch. Ja, war mir so klar. Mann, oh, wenn ich halt wüsste, wie der Vater von ihm ausgesehen hätte, mal ehrlich. Ich will jetzt nicht in der komplette Lösung gucken. Nein, 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 ich guck nicht. Ich habe mir das eigentlich gesagt, dass ich das nicht machen will. Dann probiere ich das jetzt offscreen so lange, bis es klappt, Leute. Das mache ich. Okay, nochmal. Also, Victoria, die Schabracke. Die jetzt wahrscheinlich eh schon lange nicht mehr lebt. Also, sie ist ja keine Schabracke, sie ist eigentlich ganz hübsch. So, jetzt mache ich es mal so rum. Erst ihn mit dem T-Set, dann ihn. Der sieht ja auch noch ganz nett aus, der Typ, ne? So wie er lächelt da, aber der Schein kann ja trügen. So, warte mal, dann, der Alte vielleicht? Warte mal, ich muss nochmal ganz kurz lesen. Also, ist das hier drin? Memo to New Master, genau. Also, zuerst fing es hier an mit der Victoria. Veronica, nicht Victoria. Dann, the second and third master, Stanley and his son Thomas.
were also presented with similar teacups. Okay, ach so, ja, Thomas und dann sein, also Stanley und dann sein Sohn. Vielleicht sieht man das ja am Alter, muss ich mal gucken, aber ich glaube, das war richtig so, wie ich es eben gemacht habe. Dann von Sir Thomas an seinen Zwillingsbruder Sir Arthur. Ach so, der andere Rothaarige. Ach so, warte. Ich weiß jetzt, ich weiß es. Ich habe ja den gedrückt. Und es ging an seinen Zwillingsbruder, den hässlichen da mit dem Kerzen, mit dem Teller. Der sieht irgendwie gruselig aus, der Typ. So, dann an den Großvater mit der Vase. Ja, drücken. Und dann an den Vater. Der ist ja blond, also muss er eigentlich der Vater sein von den beiden. So. Alles klar, also das müsste jetzt stimmen, oder? Schauen wir mal. Yes! Okay, Leute, ich hab's gelöst. War jetzt nicht so schwer, oder? Nein, das war ganz einfach. Gut. Ja, ich hätte nur mal auf die Haarfarben achten sollen, aber nein. So, das machen wir noch ganz kurz. Wir checken mal die Vase, gucken rein. Und was... Oh, was haben wir denn da? There appears to be something inside. Nehmen wir raus. Und eine rote Ameise. The Queen's Ant object was in the vase. Das Objekt einer roten Königin. Ameise. Naja, gut, Leute. Ich würde aber sagen, ich beende schon mal diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im Speicherraum, wo ich dann nochmal speichern werde jetzt. Ist mal wieder an der Zeit. Und dann würde ich sagen, geht dann nächstes Mal weiter mit Code Veronica X.